Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem VEV-Fahrerarbeitsplatzprojekt, respektive auch dem CETRA-Fahrerplatzprojekt. Ich werde das in dieser Folge jetzt mal ein bisschen kombinieren, weil es schwer auseinanderzuhalten ist. Und von dem her, ja, also einfach mal ein bisschen zusammen das zeigen. Ist jetzt auch nicht allzu viel Neues, also so ein paar Sachen gibt es aber schon, die ganz interessant sein dürften. Und zwar zum Beispiel hier ein Mercedes-Benz-Brett hier aus dem O305G, was ich wie alle Bleche ja habe abstrahlen lassen und neu lackieren lassen oder neu pulvern lassen. Da hinten liegt auch noch eins aus einem Solowagen, also O305, und auch hier natürlich ein Büssing, der Büssing BS110V, und das SL-Brett, das ist noch in der Mache quasi. Das kommt aber auch noch, da liegen dann hier noch die entsprechenden Kontrolllampen und so. Ich wollte euch nur mal zeigen, hier mit dem O305G, so exemplarisch jetzt hier in dem Armaturenbrettträger, wie schön denn eigentlich das mit dieser Restaurierung klappt. Wir haben hier jetzt zum Beispiel das Feststellbremsventil, was ich auch komplett neu habe pulvern lassen. Wirklich komplett neu, also auseinandergenommen und absolut neu beschichtet. Sieht man dem jetzt natürlich auch an, ist jetzt genauso oder glänzt genauso schön wie hier der ganze Rest. Auch die Taster alle und Schalter habe ich alle ja relativ aufwendig auch sauber gemacht, auch die Kontrolllampen. Und dementsprechend kann sich das schon echt sehen lassen. Also das ist auf jeden Fall sehr erfolgreich gewesen. Diesen Gangwahltaster hier, den muss ich noch festkleben, der ist ein bisschen lose. Ja, das dürfte aber jetzt das geringste Problem sein. Dann sind hier die drei Türtaster, die ja bei diesem Brett für Tür vorne, klar, Tür hinten stehen. Und das hier ist der Freigabetaster für den Kinderwagenschalter. Also der ersetzt quasi den Kinderwagenschalter. Damit kann ich den Kinderwagenmodus, also den Automatik-Türmodus aufheben, wenn ich da drauf drücke. Und somit öffnet sich dann die letzte Tür, also die dritte Tür. Genau, und ja, diese Türmittebeschriftung hatten auch nur die Gelenkbusse, logischerweise, für die Tür, die da in der Mitte war. Und die normalerweise in OMSI der zweiten, also der letzten Tür entspricht. Genau, ansonsten sind hier die Schildchen schon angebracht. Ich muss die Nieten noch wieder reinkleben. Ja, ich habe es jetzt so gemacht, dass ich die Schilder ja, weil die waren ja alle vernietet, bei Mercedes-Benz immer alle aufgenietet habe. Also die Nieten aufgebohrt habe. Und jetzt letztendlich die Schilder wieder draufgeklebt habe, weil man die schlecht wieder festnieten kann. Das ist einfach dann schwierig. Man kann da sehr leicht die Schilder kaputt machen und deshalb habe ich die einfach wieder draufgeklebt und die Nieten werden jetzt dann nachträglich noch eingesetzt. Also das kommt auf jeden Fall noch. Hier sehen wir recht schön die für Mercedes-Benz typische Haltewunschleuchte in diesem Vollplastikgelb. Mein Gott, man muss sie mögen, aber sie gehört nun mal dazu. Ich kann sie nicht wegleugnen, also habe ich sie auch dabei. Dann hier ein richtig schönes, originales Bosch-Zündschloss. Also nichts mit Ersatz von Java oder so, sondern original Bosch. Und ja, hier sind die Anzeigen vorgesehen. Da muss ich hier unten noch was ausbohren, weil die doch ein bisschen da drüber rausschaut dann. Die Anzeigen sind ja gerade noch beim... ja, also im Auseinanderbau. Hier kommt dann der Fahrtenschreiber rein. Das wird dieser hier sein mit der gelben Nadel. Für Mercedes-Benz auch typisch. Hier habe ich diese Öffnung. Die war ursprünglich mal. Hier sind auch noch zwei Nieten. Ich habe auch dieses Schild noch für den Dachlüfter. Aber ich habe dieses Bedienelement hier leider nicht. Und deshalb muss ich darauf verzichten und werde das hier mit einer Art Blindkappe dann schließen, das Loch. Und dieses hier bleibt so, wie es ist. Das ist anscheinend so vorgesehen. Genau, das dazu. Dann habe ich hier einen Blinkerhebel noch angebracht. Der ist allerdings vom CETRA-Fahrerplatz und wird dann hier auch verschwinden. Ich habe ihn jetzt nur mal hier hingemacht, um ihn ein bisschen testen zu können. Also ein sehr schönes Teil auf jeden Fall. So, und dann kommen wir eh schon mal so langsam Richtung CETRA. Also hier liegt noch der O305 Solowagen, wie gesagt. Ehemaliger Schaltwagen, deswegen hat er auch keinen Gangwahltaster. Und man sieht hier schon schön bei dem Schildchen, da ist die Schrift noch etwas gelber.
Ja, muss jetzt nicht unbedingt was heißen. Ist halt jetzt einfach bei dem Brett so ausgewählt worden. Und ansonsten die Kontrolllampen. Ich habe hier auch ein paar Blindkappen eingebaut, oder eine zumindest, für die Kupplung, weil man soll schon auch deutlich sehen, dass es ein Schaltwagen war, aber keiner mehr ist und jetzt mit Automatik fährt. Dann fehlt hier sowieso die Beschriftung fürs Haltezeichen. Also Haltewunschanzeige haben wir da nicht, was auch eine Spezialität ist. Dafür haben wir hier bei dem zum Beispiel auch noch Motoröl und Getriebeöl. Also das ist auch quasi hier eine Besonderheit im Vergleich zu dem hier. Auch ist es bei dem anders mit diesen Motortastern, mit der Anordnung. Hier habe ich nämlich den Anlasser und den Batterietrennschalter nebeneinander und hier unten das Zündschloss. Hier allerdings habe ich oben den Trennschalter, dann das Zündschloss und unten den Anlasser. Also auch da so ein bisschen Unterschied. Macht das Ganze ja auch nur interessanter. Ja, dann habe ich hier natürlich auch die ganz normalen Schalter. Und hier die Heizungsschalter, klar, wie auch bei dem anderen. Türtaster, wieder mit Beschriftung. Und den Standheizungsschalter. Mehr gibt es hier nicht. Ansonsten sind viele Funktionen, klar, gleich mit dem hier oben. Aber es gibt eben auch ein paar andere. Und vor allen Dingen die Anordnung der Schalter ist einfach eine andere. Wir haben hier mehr Instrumente. Wir haben eine andere Beschriftung, wie gesagt, andere Kontrolllampen auch. Ich wollte ja hier eigentlich die Mercedes-Benz-Kontrolllampenform verwenden, also die ein bisschen flacheren Kappen. Habe ich aber leider nicht in der Stückzahl organisieren können, deswegen habe ich jetzt die normalen genommen. Ist jetzt auch nicht wirklich ein Beinbruch, mein Gott, wer sieht es schon, sage ich mal. Aber man weiß es halt und ich würde mich halt freuen, wenn ich auf Dauer mal doch dann die Flachen da ersetzen kann. Nur es sind halt auch recht viele hier. Es sind ja 7 Stück, also von dem her ist halt ein bisschen schwierig. Aber ansonsten tun es die natürlich auch. Da tut das den Ganzen keinen Abbruch. Dann schauen wir mal weiter. Ich habe dann hier noch so einen Rest von Beschriftungen. Und von Nieten, da wird dann auch noch was für den SL200 verwendet natürlich. Der ist noch in der Mache, wie gesagt. Ja, und dann kommen wir mal schon langsam hier drüben zu... Also hier liegt mein Schaltelement im Moment. Und jetzt kommen wir mal schon langsam zum Citra. Ich wollte euch da ganz gerne Bilder einblenden, jetzt am Schluss des Videos, von den Teilen, wie sie angekommen sind. Da seht ihr doch ganz gut eigentlich so den unverfälschten Zustand. Und davor möchte ich euch aber noch kurz zeigen, was ich da draus gemacht habe aus den Sachen. Aber ganz kurz hier nochmal dazwischen gegrätscht mit dem BS110V, wenn wir schon hier sind. Ich habe mir da vor einiger Zeit auch einen neuen Schalter hier geordert und somit durch meinen ehemaligen Citra-Schalter mit den weißen Symbolen ersetzt. Und natürlich hier sieht man jetzt ganz schön den vom OCM, die gestifteten Gangwahlschalterkappen. Ist wirklich nochmal sehr nett, also vielen Dank nochmal. Hier habe ich auch schon die ersten Nieten eingeklebt, die werde ich natürlich noch nachdunkeln. Ist gar keine Frage, dann hier kommt noch der Schriftzug, wird noch rein befestigt. Ich werde vielleicht auf Dauer auch das Zündschloss ersetzen, mal schauen. Es ist zwar hier jetzt eben kein Original, aber es würde auch keinen großen Unterschied machen, wenn es jetzt da drin bleibt, weil funktionsweise ist ja die gleiche. Hier muss ich für eine Anzeige noch die Öffnung weiten und die Anzeige auch noch richtig einbauen. Hier sieht man jetzt diesen Emergency-Knopf, der ja recht selten ist, auch bei Büssing typisch war. Und hier oben ist es mir, muss ich jetzt ehrlich mal gestehen, ist der Schriftzug abgegangen. So sieht es dann aus, wenn es nicht funktioniert mit dem Kleben. Das lag jetzt aber bei dem nur daran, dass ich im Vergleich zu den anderen Brettern mit den ganzen Schildchen hier einfach beim Kleben nicht so kleine, ja, so eine Art Wäscheklammern benutzt habe, um das hier dran zu drücken. Deshalb ist es dann wieder abgegangen nach einer Zeit. Also das werde ich natürlich nochmal machen. Ist ja kein Beinbruch. Genau, hier liegen dann die paar Kappen für den SL200. Das sind dann die hier. Hier haben wir jetzt schon die ersten Teile von Citra, genau, das möchte ich euch ja nochmal zeigen. Die Bilder, die ihr jetzt dann gleich eingeblendet seht, sind diese kompletten Citra-Teile, wie sie angekommen sind. Und jetzt zeige ich sie euch, wie ich sie sauber gemacht habe, wie sie jetzt danach aussehen. Und zwar so sind hier einige Kontrolllampen oder Kappen, wie auch immer.
Dann haben wir hier zum Beispiel den Warnblinkschalter, den habe ich auch ganz aufwendig eigentlich sauber gekriegt und ja, hat funktioniert, würde ich sagen. Hier ein Schildchen für den Verbandskasten, das werde ich auf jeden Fall mit einbauen, für den Feuerlöscher. Dann die Setra SWF-Kippschalter, die gleichen quasi wie der hier, nur dass der ja von der Grauabstufung her, man sieht es vielleicht, er ist einfach ein bisschen anders, weil der hier im Vergleich zu dem immer quasi im Freien der Sonne, der UV-Strahlung ausgesetzt war und das sieht man halt doch ein bisschen. Ist ja nicht wirklich schlimm, aber es, ja, man sieht es halt ein bisschen. Sie funktionieren aber, also da kann ich mich auf keinen Fall beschweren und das ist die Hauptsache, würde ich sagen, mit den Symbolen hier für die Innenbeleuchtung, dann hier für die Lüftung, soweit ich mich nicht täusche, die Lüftung beim Fahrer, die Lüftung irgendwie im Fahrgastraum oder Heizung, ich weiß es nicht ganz genau. Wenn ihr das wisst, ob das Lüftung oder Heizung ist, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir das schreiben würdet. Und hier haben wir dann noch die beiden Scheibenwischer und den Nebelscheinwerfer. Genau, dann hier noch was ganz Spezielles, und zwar so eine Art Batteriespannungsmessgerät war so dabei. Mein Gott, ich habe es auch noch nie gesehen, ich werde es auch so wieder einbauen. Ich denke mal nicht, dass es dem Baujahr 65 entspricht. Man sieht es ja hier schon an der Nadel eigentlich, kann gar nicht sein. Aber warum nicht? Also wenn es schon dabei war, bitte gerne. So, dann haben wir hier noch das Webasto Bediengerät, Schalttafelteil. Wie auch immer, mein Gott, es ist auch hier so, es ist halt schwierig, so ein Teil zu bekommen, was hier überhaupt gar keinen Kratzer hat. Ich finde, dafür sieht es eh noch recht gut aus. Wenn ihr jetzt dann gleich folgend seht, wie es aussah, als es ankam, glaube ich, hat sich die Verwandlung schon vollzogen. Genau, und dann sind wir eigentlich auch schon bei den Teilen hier. Einmal dem Hupenknopf, sehr selten hier mit dem Setra-Emblem, leider gesprungen. Mein Gott, ist jetzt aber für mich nicht so schlimm, so ein Sprung, weil... Ja, also ich kann damit leben, sage ich mal so. Der ist an sich grau, ja, das hatten wir quasi noch nie. Wenn ich hier mal schaue und meinen Büssing-Hupenknopf zeige, der ist ja schwarz und der ist eben grau. War bei Setra eigentlich immer so, wenn er nicht gerade sogar elfenbeinfarben oder weiß war, dann war er eben immer grau. Und auch bei Büssing teilweise. So, dann... hier den Schalter für das Webasto, ja eben für diese Heizungsbedienung und zusammen mit der Kappe dementsprechend. Ich weiß nicht, sie gefällt mir nicht so, uppala, nicht so richtig gut irgendwie, weil die Farbe doch ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Also sie sieht schon deutlich gebraucht aus, obwohl ich es jetzt so arg sauber gemacht habe. Ja, also es ging einfach nicht mehr. Man sieht hier recht schön die eigentliche Farbe. War auch so ein Grau wie jetzt bei den Kippschaltern hier zum Beispiel. Ich weiß nicht, vielleicht lackiere ich sie neu. Mal schauen. So, dann haben wir hier noch einen Schalter. Das ist der der Motorstartschalter quasi. Mit dem Vorglühen. Dann hier die Kappe dazu. Hier habe ich noch zwei Kontrolllampen-Beilegscheiben. Die auch jetzt nach der Reinigung leider immer noch so aussehen hier. Lässt sich nicht besser machen. Man sieht hier auch schön das eigentliche Weiß, wie es mal aussah. Da habe ich vor, die einfach auch neu zu lackieren und dann hier den Text wieder in Schwarz rauszuarbeiten. Das dürfte nicht allzu schwierig sein. Das werde ich auf jeden Fall machen. Auch hier noch mit Blinker-Anhänger. Und dann sind die auch wieder wunderbar. Hier habe ich noch einen Schalter für die Heizung, für wie heißt denn das eigentlich? Für Zigarettenbenutzung, keine Ahnung. Gibt es auf jeden Fall auch im Auto, gab es damals schon 65 in Setra-Bussen. Der gehört dann zu dem hier. Ja, so zu dem. Den habe ich auch recht gut sauber gekriegt hier oben. Und dann habe ich hier noch eine Kappe für einen anderen Schalter. Das ist ein Beleuchtungs-Dimm-Regler quasi. Und hier habe ich dann noch einige Kleinteile einfach. Ja, die muss ich jetzt nicht alle einzeln vorstellen. Hier eine richtig fette Lampe, so eine fette Lampe habe ich noch nie gesehen in Bussen, in Armaturenbrettern. Die hat, wenn ich mal drauf schaue, was hat die denn? Die hat 5 Watt, das ist schon einiges, und 24 Volt, also finde ich, sieht man selten.
Dann hier habe ich so einen Teil von dem Stoff, den werdet ihr jetzt dann auch gleich sehen. Den Stoff, mit dem das Armaturenbrett bei Setra meistens bezogen war. So eine Art Leder. Da werde ich mich mal umschauen, ob ich jemanden finde, der so einen Stoff auch anbietet. Und dann werde ich dieses Armaturenbrett nach dem Sandstrahlen, denn das ist jetzt mit verschiedenen anderen Teilen, gerade beim Sandstrahlen und beim Pulvern. Da aber gleich noch, da seht ihr gleich noch die restlichen Teile, die ich jetzt hier nicht zeige, die sind alle eben gerade noch in der Mache. Auf jeden Fall, wenn das dann fertig ist und rauskommt, werde ich dann hier das Armaturenbrett wieder mit diesem oder mit so einem ähnlichen Stoff beziehen, weil sich das so einfach nicht restaurieren hat lassen. Also da wollte ich einfach nochmal neu dran gehen, das Ganze neu beziehen, neu machen. Das allerdings hier habe ich nicht retten können, das ist so eine Art Plexiglas, was leider gesprungen ist, auch mit Kontrolllampenöffnungen. Und das werde ich wahrscheinlich aus Plexiglas wieder ersetzen und dann hier irgendwas Ähnliches auch wieder drüber kleben. Das ist so ein Teil, muss ich einfach reproduzieren, ist recht aufwendig, aber gut. Dann hier der Schaltknauf für den Schalthebel, den ihr gleich noch sehen werdet. Der hat hier auch eine Skala drauf, 1, 2, 3, 4, 5 und den Rückwärtsgang. Den bin ich mir am Überlegen, da gibt es eine Firma, die diese Schaltknäufe immer noch herstellt für Oldtimer, den mir vielleicht doch neu zu kaufen, weil er dann eben die Beschriftung wieder schön drin hat. Ich kann den natürlich auch mit der Technik, wie ich es bei dem SL-Brett und auch anderen schon gemacht habe, wieder rausarbeiten, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann auf Dauer auch da wieder drin bleibt, also das hier zu versiegeln, ist doch relativ schwierig und ich bin echt am Überlegen, ob ich da doch einen neuen einfach mir zulegen soll. Mal schauen. Genau, und dann habe ich hier noch den dazu passenden Schaltsack, der leider eingerissen ist. Ja, es sind halt so Sachen, ihr merkt schon, da ist schon einiges, sage ich mal, in Anführungszeichen im Argen. Aber es sind ja Kleinigkeiten, wenn man ehrlich ist. Man kann hier einerseits hergehen, man kann irgendwas drüber kleben, was das Ganze dann wieder stabilisiert und den Schalthebel richtig rausschauen lässt. Man kann aber andererseits auch einfach eine neue Schaltmanschette kaufen. Es gibt da schon 1000 Wege, die da möglich sind. Also man muss deswegen jetzt nicht verzweifeln und sagen, um Gottes Willen, ich lasse es einfach gut sein, sondern das sollte eher anspornen, sowas einfach dann selbst zu reparieren oder sich einfach Ersatz zu besorgen. Genau. Ja, das war's jetzt eigentlich. Jetzt werde ich euch noch Bilder einblenden, eben vom Setra-Platz, von allen Teilen, wie sie eben angekommen sind. Das war ja doch eine rechte Prozedur mit der Spedition und allem. Aber jetzt sind sie ja dann doch angekommen und alle Teile, die ihr jetzt eben nicht gesehen habt, die sind gerade beim Sandstrahlen und dann beim Pulverbeschichten. Genau, und in dem Sinne würde ich sagen, waren schon wieder viele Informationen. Würde mich auch freuen, wenn euch dieses Video gefallen hat, wenn ihr Likes da lasst, Kommentare da lasst, Tipps, Anregungen, wie auch immer. Und wie gesagt, jetzt kommen noch die Fotos und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit. Genießt die Sonnenstunden, sage ich mal. Und ja, macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao.